herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travel Beef. Erstmal kurz zum Gerichtstermin. Und dann geht's weiter. Butzbach, Erwachsenenvollzug, Mutter. Alle elektronischen, metallischen Gegenstände sind heute bereit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travel Beef. Ja, ich wurde angeklagt, weil ich ein Hoodie und ein Beanie damals Merchandise von mir nicht verschickt habe, weil es unter einem Haufen von Bestellungen untergegangen ist. Rüpel, du bist ein Rüpel. Du bist ein Rüpel. Du Rüpel-YouTuber. Und dann habe ich die Dame angeschrieben und habe gesagt, ey, es tut mir leid, es ist völlig untergegangen, die mich aber schon angezeigt hatte. Habe ihr Geld natürlich ordnungsgemäß zurücküberwiesen. Sie hat alles bekommen. Dann hat die Dame und ich ans Gericht geschrieben, dass wir das außergerichtlich geklärt haben, die ganze Sache. Aber ich musste trotzdem vor Gericht. Willkommen in Deutschland. Wie viel Sinn hat das Gericht, der Gerichtstermin jetzt hier gemacht? Sag mal, so auf einer Skala von 1 bis 10? Null. Freigesprochen worden, durfte wieder raus und alles. Digga, du warst 3 Minuten drin. Hätte gerne die 3 Euro Fahrtkosten. Weißt du, wie lange wir hingefahren sind? Ich liebe Deutschland. Ich liebe Deutschland. Ey, das ist richtig behindert, wirklich. Voll. Ja, aber was machen wir heute, Digga? Ja, seid gespannt. Heute wird's großartig, weil jetzt zeigt mir erstmal wirklich ein ordentliches Steak. Nee, das beste Steak der Stadt. Wir gucken mal, ob es dort gibt. Mit natürlich einem Gast heute, der dazukommt. Seid gespannt, ne? Wo bleibt der? Ja, Freunde. Und das sind die wahren Probleme im Leben, ne? Ja, nur, und nicht du hier, diese... was ist mit Lukas, was ist mit Holle, was ist mit dem, warum seid ihr auf Malle und so. Aber wenn ihr ein Interview von uns auf diesem Kanal haben wollt, dann würde ich sagen bei 4000 Likes. Wo wir über alles Realtalk halten dann. Also 4000 Likes auf diesem Kanal und ihr dürft schon mal eure Fragen darunter stellen. Was habt ihr für Fragen an uns? Und bei 4000 Likes würde ich sagen innerhalb von 7 Tagen. Boah, 7 Tage, Digga, 4000! Ja, die nerven mich da alle ab mit irgendwelchen Fragen, Alter. Deswegen beantworten wir sie euch gerne. Bei 4000 Likes zeigt ihr uns, dass das Interesse groß genug ist. Das öffentliche Interesse. Genauso wie hier bei diesem Offizialdelikt. Jetzt natürlich nur noch positive Vibes. Und was ihr auch ganz am Anfang machen müsst, die Glocke aktivieren und vor allem uns abonnieren. 46% der Zuschauer von uns haben uns noch nicht abonniert. Weil wir sind ganz kurz vor den 50.000 und da gibt es ein mieses 50.000 Special. Das wird krass, Freunde. Dann sind wir schon 50k, Alter. Das wird geil, Mann. Also abonnieren, Glocke aktivieren und so weiter. Liken, kommentieren. Schuhgröße, ihr wisst Bescheid. Ne? Super. Schuhgröße? Schuhgröße. Und an dieser Stelle, Gericht, Thema Hoodie. Gibt es dort jemanden, der auf jeden Fall besser Hoodies als ich verschickt? Und das ist unser neuer Kooperationspartner. Mein absoluten Lieblingskooperationspartner. Das heißt, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wo hat der Blocki die ganzen Trikots her und die ganzen Outfits, weil oft stand schon in den Kommentaren, wo ist der Pulli her, wo ist das Trikot her, wo ist das T-Shirt her, wo ist die Hose her und so weiter und so fort. Von TARS.com. Ich habe TARS.com angeschrieben, weil ich dort seit Jahren schon bestelle und dachte mir, ey, das wäre doch super, wenn wir beide zusammenarbeiten. Also mein absoluter Lieblingskooperationspartner. Und die haben eingeschlagen. Und jetzt arbeiten wir zusammen. Und dieses Outfit zum Beispiel hier ist von TARS.com. Genauso wie dieser Riders-Pulli. Riders-Hoodie, Alter. Sieht über nice aus. Deswegen für Jerseys, American Sportswear, TARS.com unten abchecken. Genau. Quali ist Bombe, Shop ist Bombe, Leute sind nett. Ne? In den nächsten Videos weiterhin TARS-Klamotten, würde ich sagen. Ne? Ich gebe euch mein Wort drauf, innerhalb der nächsten 48 Stunden ist die Ware meist, wenn es nicht übers Wochenende ist, bei euch zu Hause, bei uns schon nach 24 Stunden. Das ist ja so krass. Sehr zuverlässig, fast alle Zahlungsmethoden am Start. NFL, NHL, NBA, alles am Start. Alles genau. Am Start und auch große Größen, also für Leute, die gut essen, auch was Gutes. Ne? Genau, let's go. Also wenn ihr nicht irgendwann als benachteiligt da oder Zeuge vor Gericht stehen wollt, wegen einem nicht angekommenen Hoodie, auf jeden Fall bei TARS bestellen. Ne? Wir blenden hier alles ein, ja. TARS.com und alles auch in der Beschreibung. Grüße gehen raus an dieser Stelle an die Jungs und Mädels. Das war doch mal eine Moderationsüberleitung. Ne? Man könnte fast denken, dass ich extra deswegen hergefahren bin, aber nein, das ist leider nicht der Fall. Nee. Ich war wirklich vor Gericht wegen einem Hoodie und einem Beanie, wo das Geld ausgeglichen wurde, beide Parteien hingeschrieben haben, dass alles erledigt ist, aber ich musste trotzdem herkommen. Willkommen in Deutschland, Freunde. Zurück nach Malle. Freunde, wie wäre es jetzt nochmal so? 12, 14, 15 Folgen in Mallorca? Habt ihr Bock? Habt ihr Bock drauf oder was? Sind wir geil? Nein! Ja, die letzte Folge, die ihr jetzt gesehen habt, war ja jetzt wieder aus Malle. Ne? Die Chinesen-Folge. Wie viele dachten von euch, dass wir plötzlich wieder da sind? Schreibt mal rein. Habt ihr schon Angst gehabt? Oder nein, wie sieht nein, das nein. Aus? War noch eine alte Folge, die war aber sehr witzig. Ja. Ich fand die gut. Ich fand die auch super. Wir waren super sympathisch, trotzdem nicht unnötig schlecht geredet alles. War witzig, mochte ich, gefällt mir. Super, so.
die hat uns lieb. Mogli hat gesagt, die hat uns lieb? Ja. Ja, Freunde, ich schreibe Grüße an Mogli, die ist heute nicht dabei, aber die ist hier. Die ist gerade in Thailand mit ja. Damien. Und ich hatte gerade ein Mikro aus, aber bevor wir... live in der Folge. Mein Gott, lass mich doch mal reden jetzt hier. Bevor jetzt wir... sind die Mogli schon nicht in der Folge, müssen trotzdem ertragen hier, wa? Schlimm. Ja, und bevor wir jetzt hier abdüsen, schreibt mal in die Kommentare Free Blocky. Ich hatte gerade das Mikrofon aus. Hashtag Free Blocky. Sie ne? hat gesagt, wir sind mit der einzige Grund, warum man sich auf Berlin zurückfreuen kann. Oh, ist das nicht süß? Ja, Kuss geht raus. Da ist unser Gast. Hallo! Asiat, oder? Hallo, du bist der Lieferant. Ich wurde vorhin nach Berlin essen. Döner mit Zappel und Soße. Du hast alles dabei. 58 auch. Ja, alles dabei. Alle, was geht ab? Wollen. Ciao! Ciao! Mach mal leise kurz. Schnell, ich muss was sagen. Was? Das musst du. Ciao, die Folge, unsere letzte Folge. Was ist denn für ein Hundezwinger hier? Ciao, unsere letzte Folge heißt der schlechteste Chinese. Weißt du warum? Warum? Das ist eine Hommage an dich, weil du das Essen damals so hart verschissen hast. Ach, dachte ich, Alter, wenn du so hart mir Alkohol einflößt, ja, gezwungenermaßen. Dann kannst du nicht erwarten, dass ich noch vernünftig komme. Digga, gezwungenermaßen, du flößt dir den Alkohol intravenös freiwillig ein. Ja, das ist, weil du mich so sehr belästigst. Ja. Also, sag mir, wo wir hin müssen. Ja. Sagen wir den Zuschauern jetzt noch nicht, wir fahren jetzt doch, los. Wir fahren nach dem Wedding. Ja, nach dem Wedding halt. S-Bahn und Wedding. Wohnsbach, Erwachsenenvollzug. Für alle, die sich fragen, wo ist Bilal? Bilal ist in der Türkei, der kommt nächste Woche wieder. Deswegen Grüße in die Kommentare an unseren Bruder Bilal. Freunde, wir befinden uns heute wieder vor Ed Dünyasi, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Weil Ed Dünyasi hat hier sozusagen sein... Ich würde mal sagen, für Berlin Dönerladen, was wir ja schon getestet haben. Heute nicht, Freunde, heute nicht. Und auf der anderen Seite, sozusagen, hat Ed Dünyasi, die haben ja eine eigene Fleischerei, Freunde. Das sind ja eigene Metzger in der Residenzstraße. Die heißt riesen auch Ed Dünyasi. Große Fleischerei. Und wofür steht denn Ed Dünyasi? Natürlich für hervorragende Fleischqualität. Das heißt, erstmal sieht man das Ganze an dem Dönerspieß, wie ihr schon in den letzten Folgen gesehen habt. Aber heute testen wir das Dry-Age-Fleisch, ne? Das außergewöhnliche Dry-Age-Fleisch, was sie hier natürlich noch anbieten. Vielleicht sogar das beste Steak Berlins. Ich bin sehr, sehr gespannt, Freunde. Und deswegen, heute konzentrieren wir uns voll und ganz auf die Fleischsorten da drin. Also heute geht es absolut nicht um Döner. Den Laden müssen wir einfach von vorne bis hinten auseinandernehmen. Weil wie Klausi schon meinte, vielleicht der beste Laden sogar Berlins. Weil die Vielfalt ist hier sehr, sehr groß. Und heute, schau mit dabei. Ne? Auch als Gastronom. Checkt mal auf jeden Fall aus. Unten in der Beschreibung und auch hier im Titel. Ciao. Folgt ihr mal jetzt allen bei Instagram. Macht mal da richtig Lärm. Und Ciao hat ja auch, wie viele vielleicht nicht wissen, in Luckenwalde ein eigenes China-Restaurant. Auf der jeden. Goldene Tempel. Da haben wir auch schon eine Folge gedreht. Genau. Ja. Ne? Einfach mal abchecken. Deswegen heute hohe Kompetenz hier vor Ort, um die Fleischqualität bei Ed Dünyasi auseinanderzunehmen. Ne? Auf jeden. Ich und ey, Ciao, noch eine ganz kurze Sache. Du musst auf jeden Fall gleich trotzdem mal das Fleisch vom Dönerspieß probieren. Nur auf so einen kleinen Teller. Aber das machen wir diesmal nicht in die Folge. Nee. Aber trotzdem muss er es probieren auf jeden Fall. Wird krass. Ich freue mich auf jeden Fall, weil ich sehe schon die ganze Zeit den Schrank vom Fleisch. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Das sieht schon so geil aus. Lasst uns das abchecken. Also den Bereich kennt ihr hier schon. Ne? Hier geht es um Döner, hier geht es um Köfte und sowas. Aber das spielt heute keine Rolle. Ne? Wir gehen jetzt rüber in den anderen Bereich. Da spielt heute die Musik. Genau, und hier kommen wir in die Fleischgeschichte rein. Ne? Oh ja. Was soll man da noch groß zu sagen, Digga? Da würden wir heute alle von probieren, meine Freunde. Pure Macht. Pure Macht. Ich meinte gerade zu ihm, ich würde jetzt gerne mit dir was bestellen. Da war die Antwort welche? Da war die Antwort, du musst gar nichts bestellen. Menü ist schon bereit, wird kommen. Ich muss nur wissen, wie es angebraten sein. Darf es Englisch sein, Medium, Rare. Das reicht dann mir. Danke. Die sind schon vorbereitet Medium, hier. Medium? Ja. Medium? Geil. Alles ja. Medium, ich freue mich, ja. Alles klar. Kannst du uns kurz was hierzu sagen? Was haben wir hier? Das ist alles Dry-Age-Fleisch. Ja. Das heißt, Fleisch wird in zwei Arten gegart. Erstens ist es so, dass man es halt im Öl macht. Mhm. Dann wartet es 3 Monate lang in 0 Grad. Und zweite Art ist, dass man den Fleisch einfach so hinstellt. Dann muss man halt diese Verkalkungen alle abschneiden. Und was ist daran so besonders? Das Fleisch gewinnt an viel Aroma dadurch. Und okay. Man kann es auch viel roher essen. Hat also dann so einen nussigen Geschmack, ne? Genau, viel Aroma stärker. Ja, ja. Das Aroma kommt dann nochmal zusätzlich raus. Was haben wir da? Das ist Sucuk, osmanisches Sucuk.
Okay. Was die vom normal in kleine Version kennen, das ist das größere Version. Kann ich auch ins Grill schmeißen, wenn du willst. Kann es auch kosten. Ihr habt ja in der Residenzstraße eine eigene Fleischerei, Metzgerei, korrekt. Schlachtet alles selber, richtig? Korrekt. Wird in Polen selber geschlachtet. Dann wird es zu unserer Fleischerei gebracht. Mhm. Da machen wir dann alles klein, breiten vor und dann kommt es zum Restaurant. Genau, deswegen habe ich gesagt, wir probieren heute mal das Fleisch, so wie wir letztens den Döner probiert haben. Und dann werden wir nochmal eine extra Folge machen in der Fleischerei. Gucken wir vielleicht sogar mal, wie so ein Dönerspieß türkischer traditioneller Art gesteckt wird und schauen uns da an, wo das Fleisch, was wir heute essen, verspeisen. Schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr darauf mal Bock habt. Also wir werden es auf jeden Fall machen. Aber heute probieren wir erstmal, ne? Dass ihr erstmal schnell herkommen könnt und seht, was es hier Leckeres gibt, würde ich sagen. Ne? Und wir freuen uns. So, herzlich willkommen, Jungs. Hallöchen, mein Lieber. Oh. Schönen Grüßen aus der Küche. Ich bin beim Chef. Und wir machen euch jetzt einen leckeren Mix von unserem Grill. Ja. Wir haben nur gefragt Medium, die Fleischsorten wählen wir. Und ihr bekommt jetzt das feinsten Sachen. Das, was jeder Kunde bekommt. Also ist nichts Besonderes. Aber für uns halt bekommt jeder Kunde das. Sehr, sehr schön. Ja. Vielen lieben Dank, wir freuen uns sehr darüber. Das ist nochmal für die Einladung. Ja. Gerne, wir sind gerne gesehen. Dankeschön. Also nichts Besonderes würde ich ja so nicht sagen. Nee. Guckt euch das mal an. Wow. Wunderschön, das ist was für dich, ne? Ciao. Ja, ja, da geht er auf den Schau, ne? Na, Granatapfel, rote Beete, Parmesan. Denke ich mal, wird das sein. Ich nehme also sehr stark an, das sind entweder Kartoffeln, Süßkartoffeln, irgendwie Chips. Karamellisierte Zuckerkrone. Sehr schön. Blumen, grüne Tomaten, anders als ich kenne. Sind die ganz, ganz grün? Grüne Tomaten, stimmt. Aber so ganz, ganz grün. Man kann ja jetzt schon mal sagen, das ist ein absolutes Kunstwerk. Und alles selbst gemacht. Guck mal hier. Normalerweise eigentlich selbst bedienen, aber ich sehe da gar nichts. Wie schön diese Tomaten aussehen, ne? Und man kann es besser nicht machen. Optisch natürlich sehr, sehr schön angerichtet. Danke dir. Vielen lieben Dank, ja. Ein schönes Senfdressing drüber. Wie viel Frische sich darunter verbirgt hier. Mmh. Und selbst die Chips, alles selbst gemacht. Nicht so, dass sie hier vielleicht ein bisschen Döner drauf haben oder irgendwas. Mhm. Digga, dieses ganze gesamte Rundherum ist hier einfach irgendwie perfekt. Alles selbst gemacht. Ich mag es auch, wenn man es ein bisschen gröber lässt, den Salat, dass man auch alles schön schmeckt, ne? Die Zutaten, die man im Mund hat. Wir essen immer die Vorspeise auf und freuen uns dann aufs Fleisch, ne? Rosmarinkartoffeln. Oh. Mhm. Steinpilze. Bisschen Parmesan drauf. Was habe ich jetzt für einen Bock auf Steinpilze, geil. Ich fange jetzt schon mal an zu kosten, weil ich will nachher den absoluten Fleischgenuss haben. Und nehme jetzt schon mal die Beilagen so ein bisschen unter die Lupe hier, würde ich mal sagen. Mmh. Boah. Ganz, ganz ehrlich, ich muss es jetzt hier sagen, die Kartoffeln sind sogar besser als bei Joaquin. Sie haben sie so ein bisschen angeschnitten hier in der Mitte, ne? Seht ihr das? Schau mal. Ja. Und die sind so, guck mal. Oh. Die sind so smooth. Perfektion. Die sind so schön cremig und smooth im Mund in dem Moment und haben trotzdem so ein schönes kartoffeliges Ofenaroma. Festkochend, in der Größe einheitlich, haben vielleicht sogar eine spezielle Sorte. Du schmeckst auch wunderbar den Rosmarin raus, ne? Mhm. Du hast Rosmarin-Kartoffeln, dann denkst du immer nur Rosmarin, aber die sind sehr schön dezent. Wir arbeiten hier das Knusprige so ein bisschen am Rand und die Haut ist auch so dünn, dass die überhaupt nicht stört. Also manchmal hast du, da lassen sie die dran, die Haut und so Backkartoffeln oder sowas und dann ist die einfach nur wie eine Schicht. Oh. Ja, was jetzt tut jetzt zur Hölle? Was zur Hölle? Jetzt geht's los. Wisst ihr, was ich meine mit Perfektion? Alles rundherum. Ich glaube, so langsam wisst ihr, was ich meine. Können wir bitte darüber reden, wie das hier alles angerichtet wird? Das ist doch nicht euer Ernst. So, einmal von Rinderfilet, also in der Mitte, man nennt das als Chateaubriand, die Französer. Und danach habe ich Chicago, amerikanische Konkette, also als Porterhaus. Und danach habe ich Tomahawk von der Rippen. Also alles amerikanisches Teil. Und schaut euch mal bitte ganz kurz diesen Teller an. Das ist sozusagen das vorgegebene Gemälde, wo gleich der Hauptdarsteller raufkommt, ne? Teller jeden Tag immer, wir haben eine neue Variante, neue Deko, immer wieder. Also es gibt keine Standard, bei mir immer was Neues, damit die Leute reinlocken und damit die Leute mehr Fantasie und sehr mehr... Mein Lieber, man merkt die Passion, die dahinter steckt bei dir. Sehr, sehr schön. Respekt. Herzlich willkommen, ja. Wo? Jetzt soll ich die Fleisch trainieren. Mein Lieber, jetzt kann es losgehen. Unsere Zuschauer sind bereit und wir sind alle gespannt jetzt. So, dann machen wir... So, einmal
Hand los. Die Komm mal raus. Ist abgefallen, ja. So, einmal das hier. Schnitt. So. Ja. So. So, dann machen wir die Porte raus. So. Wie alle leise sind. Weil es so krass aussieht. So. Stark. Einfach mal genießen, Freunde. Schaut euch das an. Selber geschlachtet, also alles, auch als 3-Edge. Wir machen das selber, Reifen und alles unsere Hersteller. Freunde, kennt ihr das, wenn ihr sowas wie ein Déjà-vu habt? Als wenn schon mal was in eurem Traum passiert ist? Ich glaube, ich habe von dieser Situation schon mal geträumt, auch von so einem Gespräch gerade. Wer kennt das? Ich bin richtig aufgeregt, wie ein kleiner Junge gerade. Danke, danke. Leute, nochmal vielen, vielen Dank für sowas Großartiges. So, vielen Dank. Noch eine Show? Er macht schon wieder irgendwas. Oh, so, noch eine Show? Na klar. Okay, dann bitte schön. Danke. Danke. Alter. Jetzt so. Legen wir los mit Filet, würde ich sagen, oder? Ja. So, ich schneide es mal einfach an. Oh, Freunde, guck mal bitte ganz kurz hin. Was ist jetzt passiert? Ich habe nichts gemacht. Ich wusste, dass sowas kommt. Rückseite vom Messer. Ach, Digga, du willst dich verscheißern. Digga. Heaven, I'm in heaven. Rückseite. Lecker, lecker, lecker. Läuft nicht. Was sagst du, Ciao? Dein Gegrunze hat ja schon alles gesagt vom Geschmack her. Sorry, musste sein. Wirklich sehr gutes Fleisch und auch sehr gut zubereitet. Du hast es auch allein schon am Anblick gesehen. Medium, wirklich so, wie es sein sollte. Nirgendwo Stellen, die noch blutig sind, sondern dieses durchgehende Rosa. Bei dem Filetstück natürlich ein bisschen mehr durch, weil du so ein dickes Stück hast, was im Ganzen dann gemacht wurde. Aber auch genau die Kerntemperatur getroffen, so wie es sein sollte. Ja. Röstaromen nicht zu verkohlt, wie man es manchmal hat. So, wenn der Grill nicht richtig abgewischt wird. Ja, ja. Und da hast du dann noch so dunkle Stücke. Voller Fleischgeschmack. Grobes Salz drauf. Was willst du mehr? Ja, okay, okay. Ich muss den nicht mal schneiden, ich muss einfach nur abziehen. Bruder, dieses Grill-Röstaroma, aber erst außen und innen, dieses einfach butterzarte. Ich schwör's dir, das ist eines meiner absoluten Lieblingsrestaurants. Guck mal, wie freundlich das Personal erstmal ist. Das rundherum, wie ist hier was angerichtet? Die Qualität von den Produkten, die wir hier benutzen. Habt ihr irgendwas so gefunden, wo ihr sagen würdet, boah, nee, das geht gar nicht? Nix. Überhaupt nichts. Endstufe. Was soll man hier noch groß verbessern, Freunde? Also. Ich denke, wir haben die Ofenkartoffeln mit Fleisch nochmal gemischt hier als Beilage. Gewürfelt, ein bisschen Fleisch dazwischen. Mmh. Ist das kalt oder warm? Nur eine Mischung. Eher kalt. Sehr aber kalt. Super lecker. Wie so ein Kartoffelsalat zum Steak. Er hat leider alles zusammengewürfelt. Wir müssen jetzt gucken, was ist. Ich glaube, das ist das geringste Problem hier. Ciao. So, wir essen jetzt erstmal, würde ich sagen, und melden uns gleich wieder. Digga, ich brech weg hier. Einmal das auf, Tomahawk. Hau mir jetzt einfach was rein, komm. Die Leute müssen sich jetzt auch von dem Bildschirm denken, die behindert, die grunzen da rum. Ihr wisst einfach nicht, wie das schmeckt. Habt ihr mich schon jemals so gesehen? Also ich habe mir mal ein paar Stücke rausgenommen, um zu schauen. Wie gesagt, es ist ein bisschen durchgemischt. Ich nehme stark an, das ist das Tomahawk mit noch viel Fett dran. Andrea, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das Tomahawk mit dem Fett ist ja gerade der Geschmacksträger. Das muss ja dran sein, ne? Natürlich. Ich finde auch, ich liebe zum Beispiel so eine richtig schöne Fett. Kruste, die dann noch so knusprig ist. Die ist zwar ein bisschen knasig beim Essen, aber absolut geil.
Die Qualität geht auch bei dem Fleisch wieder weiter. Sehr, sehr intensiver Fleischgeschmack. Auch besonders, also nicht nur rein irgendwie. Wir haben ja eine frisch gemachte Kräuterbutter. Schmeckt halt so gut, dass es mir auch nicht mal 5 Sekunden in die Kamera hält und dann wieder weg ist. Ne? Ich danke dir für den tiefen Einblick. Probieren wir mal die Kräuterbutter. Probieren wir mal die Kräuterbutter. Ist sie lecker? Lass mich doch erstmal probieren, ja? Entschuldigung, dass ich hier so schwärme und ein bisschen in meinem Rausch der Gefühle bin und du hier so ein auf. Ja, also lass mich doch erstmal und ich. Ne? Nee, ich. Nur Liebe für die Brüder, ne? Und so. Also hier lässt man sein Geld auf jeden Fall gerne. Wenn du hier rausgehst, weißt du auf jeden Fall, boah, ne? Hier habe ich gut investiert. Wenn man nicht nur ein Restaurant hat, nicht nur Gastronom ist, sondern auch noch Metzger und Fleischer ist und noch eine Fleischerei hat, hat man nochmal einen ganz anderen Bezug dazu, ne? So, Freunde, schaut mal. Ne? Genau das ist es im Endeffekt, das ist der Chef hier. Das Thema Fleisch wird hier halt groß geschrieben. Ne? Das ist es. Der Kollege hat das gerade vorhin eigene sehr Fleischerei, schön. Eigene Schlachtung. Bis hin hier zum eigenen Restaurant, wo man das dann noch in den Dönerspieß umsetzt. Bis hin zum perfekten T-Bone Steak, ne? Zum perfekten Filet. Alles selber aged hier hinter. Ganz, ganz großes Kino, ne? Hab ja gerade schon gesagt. Normalerweise gibt es einfach Gastronomen, die beziehen ihr Fleisch irgendwo her. Und hier gibt es eine eigene Fleischerei, dazu das Restaurant. Also von der Pike auf und ist natürlich ein ganz anderes Fleischerlebnis, was man vielleicht woanders hat, wo das Fleisch aus Argentinien oder US-Cut oder irgendwo herkommt, ne? Dass man von Anfang an, von der Pike auf, Liebe zum Detail hat und das dann von der Metzgerei, von der eigenen, bis zum hin zum Restaurant auch umsetzt. Ne? Ja, vor allem, dass man auch weiß, was mit seinen Produkten da passiert. Du hast ja die volle Bestimmung darüber. Ja. Wie geht was ab? Genau. Das ist krass. Deswegen ganz großes Lob an euch und vielen lieben Dank fürs schöne Essen. Wir schaffen nicht alles, wir wollen den gebürtigen Respekt vorweisen, deswegen würden wir das noch mitnehmen. Ja, 100% nehmen wir das alles mit. Kommt hierher, probiert es selber aus. Überzeugt euch selber. Wir könnten jetzt hier noch 10.000 Argumente für den Laden sagen. Ja. Kommt einfach her und checkt es aus. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr seid ja jetzt schon wieder hier, ja, na klar. Weil das ist ja was ganz anderes als der Döner. Ne? Wir mussten einfach nochmal herkommen. Okay. Ja. Zumal wir einfach so überzeugt waren hier. Und danke für die Einladung und das Ganze ist eine unbezahlte Werbung. Wir kommen hier mit Überzeugung her, weil wir von dem Produkt überzeugt sind. Auch nochmal den Maestro. Vielen lieben Dank. Gerne doch. Danke für das schöne Immer Essen. Gerne. Ja. War uns eine Ehre. Uns auch. Bei mein Lieber, vielen, vielen Dank nochmal. Hat uns sehr geschmeckt. Ich hoffe, gerne wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Und damit verabschieden wir uns von einer neuen Folge Werbebeef. Es war wunderschön. Wie immer wieder ein Erlebnis. So schönes Essen und damit Freunden zu genießen in so einem tollen Ambiente mit so großartigen Gastgebern. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie gesagt, die allerletzte Folge, die dann aus dem Etuniasi kommen wird, ist glaube ich dann aus der Metzgerei. Dass wir uns nochmal angucken, wo kommt das wirklich alles her und vielleicht stecken wir auch alles nochmal in Dönerspieß. Ne? Original aus der Türkei, Freunde. Also, vielen lieben Dank. Grüße gehen raus an alle Zuschauer. Ne? Macht's gut. Ganz viel Liebe. Gerade war der liebe Herr nochmal bei mir und hat mir gesagt, was Etuniasi eigentlich heißt. Blogi. Genau. Etuniasi heißt Fleischwelt. Ja. Ne? Ich glaube, besser kann man diesen Ort der Köstlichkeiten nicht nennen.